Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Wir werden heute lernen, mit Gottes Hilfe, über Engel gegen Engel. Wir haben in unserer Parasha, Parashat Vayishlach, was heißt ein Engel auf Hebräisch? Malach. Malach. Malach ist... Nein, Malach kommt von dem Wort Holech. Geht. Also er ist ein Schaliach. Ein Schaliach von Gott, eine Bote. Ein Malach kann sein ein physisches Wesen und es kann sein überphysisches Wesen. Und wir werden heute lernen, dass es gibt in unserer Parasha zwei Streiten, zwei Kriege. Der Engel von Esau gegen Jakob und Esau gegen Jakob. Also jeden Streit hat zwei Dimensionen, die himmlische und die irdische. Und wir werden sehen heute ein sehr interessantes Thema über Engel, um zu verstehen, was ist Engel, um uns die Sachen ein bisschen nah. Eine kurze Einführung zu diesem Thema. Die ganze Tora hat sehr viel Geschichten von Prophezeiung, die zu tun haben mit Engel. Hagar hat gesehen einen Engel und er hat sie gegeben dem Namen Ishmael. Abraham sieht einen Engel und Abraham sieht drei Engel. Lot sieht Engel, Jakob sieht Engel, Gideon, Shimshon, Bilam, Joshua. Also die ganze Tora ist voll mit Menschen, die haben Engel gesehen. Wenn jemand will eine Idee, über was kann er noch schreiben, ein Buch, über alle Geschichten mit Engel in die Bibel. Also das wäre eine gute Sammlung. Es gibt sehr viele Geschichten und man kann davon sehr viel lernen. Wir gehen heute nicht lernen alle Geschichten von der Tora über Engel. Wir gehen nur über einen Engel, die mit unserer Parasha zu tun haben. Gut. In die ganze Tora, der Engel hat keinen Namen. Der hat keinen Namen. In dem Buch Daniel gibt es zwei Engel, die haben Namen. Gabriel und Michael. Später, unsere Weisen haben gefunden, noch zwei. Raphael und Uriel. Als Kind, als ich war in Cheder, hat uns der Lehrer gesagt, dass wenn Abraham war krank in sein Zelt, sind drei Engel gekommen, ihn zu besuchen. Und wozu drei? Weil jeden Engel macht nur eine Sache. Ein Engel kann nicht zwei Sachen machen. Ein Engel kommt, Abraham zu heilen. Wie heißt der Engel, der oft zuständig auf Medizin? Raphael. Darum, wie heißt ein Arzt in die hebräische Sprache? Rophe. Warum Rophe? Weil Rophe ist der Schaliach von dem Engel von Himmel. Also, Rophe ist begleitet von Engel Raphael. Der Engel, der zuständig auf Katastrophen, so wie Zerstörung von Sodom und Gomorra, heißt Gabriel. Gabriel kommt von dem Wort Gvura und Gabriel war zuständig auf die alle Katastrophen. Und Michael ist zuständig für Beziehungen und Kinder. Es gibt viele, die glauben, dass die Kinder kommen nach Hause mit... Flügel. Mit Flügel. Es kommt wahrscheinlich, weil der Engel, der zuständig für Kinder, der heißt Michael. Und deshalb, schon als Kind haben wir gelernt, und alle Kinder lernen, dass drei Engel sind gekommen. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wir werden noch eine Erklärung sagen und dann fahren wir zu unserer Shiur. Was ist die Aufgabe von Uriel? Die Uriel und die alle Sachen steht nicht geschrieben in die Tora, das später von den Kabbalisten. Ich will beginnen nur mit den Sachen von Tora. Und der Raphael ist der links oder rechts? Der Mimini, Michael, Mismoli. Ja. Einen Ort angegeben. Ja. Mimini, Michael, Mismoli, Gabriel, Lifanai, Raphael und Macholai, Shechinat, El. Also, Michael ist von der rechten Seite, Gabriel ist von der linken Seite und
Raphael ist von der hinteren Seite und Uriel ist von der vorne Seite. Gut. Wir gehen weiter. Die zwei Engel, die sind gekommen nach Sodom und Gomorra zu zerstören, sie haben gesagt, Lot, wir zerstören die Stadt. Und Gott hat sie verbrannt und er hat gesagt, ihr kommt nicht zurück in den Himmel. 180 Jahre waren die zwei Engel bestraft. Aus zwei Gründen. Eins, weil ein Engel darf nicht hochmutig sein. Zwei, weil sie haben verratet Geheimnis. Und wenn jemand hat Kontakte mit Engel, er wird das nicht verraten. Nicht mal der Engel selbst. Und wenn jemand erzählt euch etwas von Engel, sollt ihr wissen, dass er ist hochmutig. Und in dem Moment, wo jemand ist hochmutig, er kann hier bleiben und nicht weiter kommunizieren, auch wenn er hat einmal eine Eingebung bekommen. So wie die Älteren von Shimshon, Manoach und seine Frau Tzlalponit. Bitte schön, kommen Sie rein. Hier haben Sie einen Platz oder hier. Bitte schön. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, bitte schön. Ja, ups. Bitte schön. Ja. Gut, also 180 Jahre waren die zwei Engel außer Betrieb und dann, wenn Jakob ist raus von Beersheba nach Haran, die Engel sind gekommen nach oben. Jetzt, was ist ein Engel? Ein Engel hat eine Botschaft hier zu erledigen in dieser Welt. Und weil er weiß genau das, was er macht, singt er viel. Wenn ein Mensch singt viel, ist ein Zeichen, dass er liebt das, was er macht. Das heißt, ein Engel, warum singt er die ganze Zeit? Weil er weiß genau, was er machen soll. Und darum singt er. Und wieso ein Mensch singt nicht? Weil er weiß nicht, was zu tun. Er weiß nicht genau, was ist seine Aufgabe in dieser Welt. Wenn ein Mensch weiß genau, was ist seine Aufgabe in dieser Welt, ist ein Zeichen, dass er liebt. Mach das bitte und nach dem Schuh können wir essen und trinken und alles. Ich brauche volle Konzentration und bitte keine Ablenkung heute. Nicht mit Fragen und nicht mit Energie, weil ich brauche volle Konzentration und Energie. Die Schuhur ist sehr empfindsam und wenn man will etwas steigen in geistige Sachen, muss voll Kavana und Frequenz sein. Es ist besser ein bisschen mit Andacht als lang und geschmiert. Lang und geschmiert ist nicht meine Methode, kurz und präsent ist meine Linie. Also bitte voll dabei, vom Anfang bis Ende, so man versteht die Sache am Anfang. Und dann beginnen wir die Frequenz jetzt, vom Anfang komplett soll klar sein. Gut, wir beginnen vom Anfang und dann rennen wir. Wir beginnen vom Pasuk 1. Bitte schön, lesen Sie oben, Jakob. Jakob schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau, nach dem Land Seir, dem Gefilde Edoms. Menschen sind nachtragend. Ein Mensch vergisst nicht, wenn jemand hat ihn verletzt. Insbesondere, wenn er ist ein guter Mensch. Gute Menschen sind noch empfindlich und noch nachtragend. Ein schlechter Mensch vergisst, was hat man ihm getan, weil er vergisst, was er tut dem anderen. Gute Menschen leiden, wenn jemand hat sich was Schlechtes getan, die sind nachtragend. Sehr. Jahrelang. So ist das. Und Jakob und Esau haben einen Streit, schon mehr als 20 Jahre. Und Jakob hat nicht vergessen und Esau hat nicht vergessen. Und dann, wenn Jakob will jetzt mit Esau wieder versöhnen, wenn ein Mensch hat mit jemandem Streit, wie soll er mit ihm Shalom machen? Gibt drei Methoden. Die erste Methode heißt Geschenke, die zweite Methode heißt Gebete und die dritte Methode heißt weiterstreiten. Bis Ende, bis einer soll siegen. Oder in die Werte von Torah, Doron, Tfila und Milchama. Schenken, beten, kämpfen. Um Frieden zu haben, manchmal braucht man Kampf. Aber die zwei Methoden vorher ist Geschenk und später Gebet. Was glaubt ihr von die alle drei ist die wirksame? Was glaubt ihr, was ist zum Schluss die wirksame Methode, um zu schließen Frieden? Geschenk, Gebet oder Krieg? Ich denke, Gebet.
Sie sagen Gebete. Ich glaub, streiten. Sie glauben streiten. Es geblieben nur die dritte. Die dritte ist schenken. Interessant. Die Geschenke sind die besten Methoden. Okay. Mit Geschenken, mit guten Sachen, kannst du jeden Streit irgendwie schleichen. Es ist alles Frage des Preises. Aber mit einem guten Preis, jeder wird mit dir zum Schluss Frieden stellen. Und Jakob schickt Bote, Malachim, zu Esav. Jetzt, wenn du schickst Bote zu einem Kämpfer, kann sein, dass die Leute werden geschlagen. Sagt uns Rashi, keine Sorgen, keine Sorgen. Er schickt Boten, was sind die? Gucken wir bitte Zitat 2, was schickt er? Jakob schickte Boten. Unten, Zitat 2, gibt es noch Zitat? Ja. Warte, Jakob schickte Boten, wirkliche Engel nach wirklich England. Engel, Punkt. Ich wiederhole. Jakob schickte Boten, wirkliche Engel. Was heißt wirkliche Engel? Hat er geschickt Menschen oder Engel? Engel. Wenn es war Menschen, hat er geschrieben Anashim. Wenn er schreibt Malachim, heißt er hat geschrieben, geschickt wirklich Engel. Warum? Weil ein Engel kann ihm nichts passieren. Aber ein Mensch kann ihm was passieren, wenn du schickst einen Mensch und der Mensch wird später geschlagen oder verletzt. Wer ist schuldig? Du. Weil du hast geschickt dem Schaliach, dem Malach. Gut. Und danach gibt es einen Kampf die ganze Nacht zwischen dem Engel und Jakob. Sie kämpfen und kämpfen und kämpfen bis früh morgen. Zitat 3 bitte. Lesen Sie, auf die linke Seite habe ich geschrieben mit einem Bleistift 3. Da sprach er, entlasse mich, denn der Morgen ist heraufgezogen. Er aber sprach, ich entlasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet. Es gibt 2 Schichten von Engel bei Gott, genauso wie Arbeiten am Tag. Gibt es Leute, die arbeiten am Tag? Wie heißen die Leute? Tagleute. Tagschicht. Und es gibt Leute, die arbeiten bei Nacht. Was machen die? Nachtschicht. Warum es hier in dieser Welt gibt es Nachtschicht und Tagschicht? Warum gibt es nicht 50-50? Weil die Engel im Himmel haben auch so. Die haben Nachtschicht und sie haben Tagschicht. Die Engel, die gewohnt für Nachtschicht, die müssen schon früh morgen da sein, um Gott weiter zu singen. Und diejenigen, die beginnen Tagschicht, verlassen den Himmel und kommen hier in diese Welt. Jakob kämpft die ganze Nacht mit welchen Engeln? Mit Nachtschicht. Die sind ein bisschen dunkle Engel. Frühmorgen sagt der Engel zum Jakob, lass mich bitte weg. Ich will weg. Ich muss Gott preisen und loben. Jakob sagt, nein, es geht nicht. Du sollst mir segnen. Fragt ihm der Engel, wie heißt du? Sagt er, Jakob. Jakob heißt Verse. Sagt er, nein, ab heute, dein Name ist nicht mehr Jakob, dein Name ist Israel. Also wer hat gegeben Jakob den Namen Israel? Gott oder ein Engel? Ein Engel. Später hat das Gott bestätigt und genehmigt. Aber zuerst, Engel hat gegeben Jakob einen Namen. Jetzt, interessant, lesen wir Zitat 4 unten, 27. Denn der Morgen ist herausgezogen und ich muss am Tag Lob singen. Ja, also er muss am Tag Lob singen. Und dann, der Engel, was macht er? Vor er geht, was macht er zum Jakob? Er gibt ihm einen Schlag. Wo? In die Hüfte. Hier. Und Jakob ist verkumpelt. Und erst danach begegnet er mit Esav. Aber dass er verkuppelt und er ist Akaliker, aber hindert, das hat ihm das Leben gerettet. Sie wissen, das können Sie vielleicht bestätigen, das was ich sage jetzt, bei den Jägers gibt es so eine Sitte. Wenn sie sehen ein gesundes Tier, die schießen es. Gesund, stark. Aber wenn sie sehen ein verletztes Tier, schießen sie nicht. Es ist unfair, es ist unmännlich, unmoralisch, auch für den Jäger, der so Jäger ist. Aber auch bei denen gibt es so
Gesetze. Und einer von den Gesetzen von den Jägern, man schießt nicht auf verletzten Tieren. Wenn er ist verletzt, ist er verletzt, auch wenn er ist ein Hai, auch wenn er ist ein Leopard, auch wenn er ist ein wilden Tier. Als Esav sieht, der Jakob, und Jakob ist kumpelt, und er ist ein Kaliker, er lässt ihn in Ruhe. Aber die Frage ist, wieso der Engel gibt Jakob einen Schlag auf die Hüfte? Warum gerade in die Hüfte? Warum gerade hier in dem Schenkel? Er konnte ihm geben im Kopf, er konnte ihm geben im Herz, er konnte ihm geben im Bauch. Also wenn jemand lernt streiten, gibt es noch empfindliche Plätze, um jemanden zu fertigen, als ihm zu geben, hier einen Schlag in die Hüfte. Wir werden ein paar Erklärungen lernen und durch die Erklärungen werden wir sehen, wer war dieser Engel und was wollte er. Gut. Die erste Erklärung ist, dass Jakob wurde bestraft. Warum? Weil er hat geklaut von seinem Bruder dem Segen von Esav, weil er wollte Erstgeborener sein. Und wieso wollte Jakob Erstgeborener sein? Was hat man davon? Welcher Vorteil? Man hat einen Vorteil, dass später im Tempel wird man Priester. Aber der Engel hat gesagt, nein, jetzt bist du bestraft. Du wirst nie werden ein Priester. Und wieso wirst du nie werden ein Priester? Weil ein Priester darf nicht sein ein Behinderter. Und dann wirst du nicht mehr im Tempel sein. Das, was du wolltest machen zum Esav, das hast du jetzt bekommen zurück. Alles am Leben, was du tust, kommt irgendwann zurück. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist, Jakob hat seinem Vater nicht gegeben Ehre und Kavod. Nicht sein Vater und nicht seine Mutter. 14 Jahre hat er studiert, 20 Jahre hat er gemacht seine Familie und er hat nicht genutzt die Füße, etwas zu tun für seine Eltern. Wer hat in dieser Zeit die Eltern geehrt? Esav. Und wie ehrt man die Eltern? Mit Füßen. Papa kommt rein, Mama kommt rein, steht man auf, sitzt man läuft, man tut, man macht. Jakob hat nicht gemacht mit seinen Füßen für seine Eltern. Und deshalb wurde er bestraft, dass er wurde in seine Füße bekommen. Jetzt steigen wir noch eine Stufe in diese Sache. Wo sieht man einen Unterschied zwischen einem Engel und einem Mensch? In dem oberen Körperteil oder in dem unteren Körperteil? In dem oberen Teil von dem Mensch sieht er auch so aus wie ein Engel. In dem unteren Teil sieht man seine animale Sachen. Ein Engel kann auch diesen Bild haben von einem Mensch, aber der hat keine Knie, der hat keine Füße. Der hat nur ein Bein, der er stehen kann, aber nicht gehen kann und nicht laufen. Und deshalb, wenn man betet Shmona Esre, man hält die Füße so wie ein Engel. Deshalb, unser obere Teil ist wie ein Engel, unser untere Teil ist wie ein Tier. Die untere Teil ist unser animale Teil. Und ein Engel kann sich nicht seinen Körper klappen, so wie ein Mensch. Er kann nicht knien, er kann nicht beugen, er kann nicht schlafen, er bleibt immer stehen. Und der Engel wollte sehen, ob Jakob ist ein Engel oder nicht. Da hat er sich gebeugt zu seinem unteren Teil. Und was sieht er? Knie. Und was hat er gemacht in die Knie? Er hat sie geknackt. Er hat sie dem Oberschenkel gebrochen. Und er hat gesagt, ne, du bist nicht ein Engel. Du bist ein Mensch und ein Mensch hat immer eine schwache Stelle in seine Fers, so wie Akev, oder manche nennen das Achillaszeh, Akev Achillas, und du bist nicht mehr Jakob, weil du hast Schwäche. Ich werde dir jetzt den Namen von Schwäche, vom Akev, von Ferse steigen und machen als Kopf. Also dann haben wir schon drei Gründe. Erster Grund war, warum in Fuß? Nun, weil er nicht mehr Priester sein kann. Warum kann er nicht mehr Priester sein? Weil er ist behindert. Zweiter Grund, warum in Fuß? Weil er hat nicht Ehre gegeben, sein Vater. Dritter Grund, warum in Fuß? Weil er wollte sehen, ob es ist ein Engel oder ein Mensch. Und ein Mensch, seine Menschlichkeit
beginnt zu gehen, wenn er kann nicht mehr gehen. Wenn die Füße nicht mehr mitmachen, da der Mensch seine Kräfte gehen runter. Und so hat er gesehen, das ist kein Engel, das ist ein Mensch. Okay. Rashi sagt, warum hat er bekommen einen Schlag auf die Füße? Weil Füße symbolisieren die Kraft von seinem Fleiß. Sie wissen, jeden Mensch hat drei Leidenschaften. Essen und Trinken im Mund, Fortpflanzen in seine Glieder und Geldwille. Wo ist Geld? Geld ist in die Füße. Woher weiß man, dass Geld ist in die Füße? Man sagt, er steht auf seine eigene Füße, auf seine eigene Beine. Hey, was heißt, steht auf seine eigene Füße? Aber wieso sagt man, ein Mensch steht auf seine eigene Füße? Klar, was soll er stehen auf die Füße von dem anderen? Manche gibt es auch solche, aber steht auf eigene Füße ist ein Symbol, dass der Mensch ist materialistisch, finanziell schon stark. Und der Engel wollte ihn probieren dort in die Füße, wenn er fällt, wenn er kriegt einen Knick, ob auch bleibt er stark, so wie er war früher. Aber Jakob hat was dem Gott versprochen und nicht gemacht, so sagt Rashi. Und darum wurde er bestraft in die Füße. Was hat er versprochen? Er hat gesagt, als er war im Not, viele Menschen, weil die sind im Not, versprechen sie Gott verschiedene Sachen. Und später, wenn alles ist in Ordnung, was machen sie? Vergessen. Es gibt diesen berühmten Witz, dass ein junger Mann hat eine wichtige Date mit seiner Freundin und die Freundin hat gesagt, pass auf, ich bin sehr pünktlich. Wenn du kommst spät, du bist schon bei mir mit Minus begonnen. Und es ist schon 8:05 und er sucht einen Parkplatz und es ist kein Parkplatz da. Und macht eine Runde und Runde und 2 Minuten, sagt, liebe Gott, wenn du mir Parkplatz gibst, ich lege jeden Tag Tfilin. Keine Parkplatz. Liebe Gott, nicht nur Tfilin, auch Schabbat laufe ich in die Synagoge. 1 Minute, sagt er, liebe Gott, ich gebe auch jeden Tag Tzedakah. Plötzlich 2 Autos, sieht er Parkplatz. Er geht rein, sagt, liebe Gott, brauche ich nicht. Ja. Habe ich schon. Ein Mensch, wenn er ist in Not, verspricht er und verspricht er. Jakob sagt zu Gott, ich werde dir ein Zentel geben. Aber er hat vergessen. 4 Sachen mussten ihm passieren, bis er hat bekommen so einen Wake-up-Call und aufgestanden und gesagt, oh, jetzt muss ich. Er hat sein Geld verloren. Er hat mit seinem Bruder gestritten und die Hüfte verletzt. Seine Tochter Dina wurde vergewaltigt. Und dann, wenn seine Frau, liebe Frau Rachel, ist in Eretz Israel gestorben, sagt er, ups, wenn so viele Sachen passieren, kann ich sein nur Zufall. Etwas passiert. Etwas bin ich schuldig. Und gleich hat er gesucht, was zu tun, hat er gebaut einen Altar und alles, was er hat versprochen, hat er gemacht. Füße zeigt die Finanzen. Und was hat Jakob versprochen, wenn er etwas bekommt, was gibt er? 10%. Hat er vergessen. Hast du vergessen von deinen 10%? Sollst wissen, Gott nimmt auch seine Prozenten. Er hat genommen 1% von seiner Beziehung, von seinen Kindern, von seiner Frau. Überall hat ihm Gott ein bisschen gechappet. Bis hat er verstanden, besser, du sollst nicht versprechen und Gelübde tragen, als zu sagen und nicht zu machen. Sag lieber nicht. Sag nicht. Hast du nichts gesagt, bist du nicht schuldig, wird dir nichts passieren. Wenn du sagst, ich mache, ich rufe, ich komme, ich gebe, ich tue, dann hast du schon versprochen. Gut. Ein Rabbi aus Frankfurt, Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz, sagt, der Grund, warum Jakob hat bekommen seinen Schlag in Gidan Hashem, ist, weil Jakob hat geheiratet 2 Frauen. Und darf man nicht mehr als 1 Frau heiraten. Und das war seine Strafe. Und warum Gid? Weil wir haben im Judentum 365 Verbote. Parallel zum 365 Tage. Parallel zum 365 Sehnen. Sehnen heißt Gidim. Gidim sind die Sehnen in dem Körper. Und
Wir wissen nicht genau, welche Sehnen sind parallel mit jedem Tag und mit welchen Körperteilen. Aber zwei oder drei, unsere Weisen erzählen uns, sie verraten uns. Sie sagen, die Sehnen von Gidan Asher, es ist parallel zum Tag Tisha B'Av, zum 9. Av, wo der Tempel ist zerstört. Und die Verbot von milchig und fleischig ist der Tag von Shavuot, wo Gott hat gegeben die Tora. Deshalb, hier beginnt die Idee langsam ein Bild zu bekommen. Was ist ein Engel? Ist ein Engel jemand oder etwas? Nach Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, Maimonides, er sagt, die ganze Tora gibt es keine einzige Engel. Das sind alles Prophezeiung in der Kopf von den Propheten. Sie haben nichts gesehen, sie haben nicht gegessen, es war kein Feuer und keine Suppe und er hat nicht zerstört Sodom und Gomorra und er hat nicht gestritten und er hat ihm nicht die Hüfte gegeben. Das ist alles Analogie, Metapher, eine Prophezeiung, die wir in unserem Verständnis nicht verstehen können. Alles in die Bibel. Kommt Nachmanidis, Rabbi Moshe ben Nachman, sagt er, oi, wie sagst du sowas? Denn die Engel sind gekommen zu Avram, er hat sie nicht die Füße gewaschen. Die Engel bei Lot haben nicht zerstört, wirklich Sodom und Gomorra. Also du machst uns die ganze Tora anders. Aber das ist geblieben Grundlage von Diskussion zwischen unseren Weisen. Nach Rambam gibt es keine physischen, wesentlichen Engel. Nach Nachmanides gibt es Engel, auch in einem physischen Wesen und auch in einem geistlichen Wesen. Und er sagt, ein Engel kann nur begegnen jemand mit einem edlen Neshome oder ein Sohn von einem Prophet oder Chassidim Arishonim oder besondere Leute, die wirklich mit Gott so nah, dass Gott begegnet sie, Engel. Okay. Um das ein bisschen zu erklären. Es gibt eine Diskussion, was ist wichtiger, Himmel oder Erde? Engel oder ein Mensch? Was glaubt ihr? Was ist wichtiger, ein Engel oder ein Mensch? Ein Mensch. Ein Mensch. Und warum ein Mensch? Weil der Mensch beides ist, Engel und... Weil ein Mensch hat freie Wahl. Aber ein Engel hat keine freie Wahl. Ein Engel macht nur seine Aufgabe. Mit drei Sachen, wir sind so wie Tiere und mit drei Sachen, wir sind so wie Engel. Drei Sachen, wir sind so wie Tiere. Wir essen und wir trinken. Genau so wie Tiere. Nach Essen und Trinken, was machen wir? Von Trinken machen wir klein. Von Essen machen wir groß. Genau so wie Tiere. Und die dritte Sache, wir vermehren und fruchtbaren, genauso wie Tiere. Also da ist der Mensch normal wie Tiere und das ist die Sachen, wo der Mensch schämt sich, soll man ihm gucken. Das ist die drei Sachen, wo ein Mensch will nicht, soll man ihm schauen, wenn er ist animalisch. Wenn er geht in die Toilette, was macht er? Schließt. Warum schließt? Lass offen. Passt nicht. Er ist nicht ein Animal, er ist nicht ein Tier. Er will zeigen seine Engelseite. Wenn ein Mensch macht seine intimische Sache, was macht er? Schließt er dem Zimmer. Warum? Weil es passt nicht zu einem Mensch. Und auch beim Essen und Trinken, es ist ein Verbot, zu gucken ein Mensch auf sein Gesicht, wenn er isst und trinkt. Weil Essen und Trinken, ein Mensch liebt das nicht. Warte schon in einer Hochzeit und kommt der Kameramann zum Tisch. Und wenn der Mensch ist beim Essen, was macht er, wenn kommt die Kamera? Er hört auf. Er hört auf, sagt, Masalto, schön, dass alles okay, lechaim, lechaim. Er versucht plötzlich, menschlich zu sein, Engel zu sein. Also passt nicht zu bleiben weiter im Teller. Das sind die drei Sachen, wo der Mensch ist wie ein Tier. Mit welchen drei Sachen ein Mensch ist wie ein Engel? Zuerst spricht er. Er kann sprechen und singen. Singen, so wie Engel. Und ein Mensch kann auch denken, so weit denken bis in den Himmel.
und er ist auch aufrecht. Er kann gerade sein, gleichzeitig Himmel und Erde. Warum? Weil wenn ein Mensch geht, siehst du auf sein Gehen, ob er ist normal oder nicht normal. Wenn ein Mensch geht zu viel mit dem Boden runter, nicht gut. Wenn ein Mensch geht mit dem Kopf zu hoch, nicht gut. Wenn ein Mensch geht mit dem Kopf hin und her, nicht gut. Wie muss ein Mensch gehen normal? Ein Mensch muss gehen normal, gerade und nicht so. Muss gerade gehen und er muss gleichzeitig Himmel und Erde sein. Bis, dass sein Schritt ist bis nach vorne, er sieht seinen Fuß bei dem Treten. Aber er sieht nicht die Fuß, die noch hinten. Er muss nur einen Fuß sehen, die Fuß, die geht raus. Interessant, Maimonides sagt, mit einem Mensch brauchst du nicht reden. Mit einem Mensch brauchst du auch nicht analysieren. Von dem Gehen, von dem Mensch, wie er geht, kannst du erkennen, ob er ist klug oder nicht. Weise oder nicht. Und es gibt viele Gelehrten, wenn es zu denen gekommen Schüler, die sind gestanden am Fenster, sie wollten sehen, wie die gehen. Und so wie sie gehen, haben sie schon analysiert, auf der Mensch, auf seine Schritten, auf seine Tritt, wie, was ist er. Jetzt. Jeden Mensch durch seine Taten baut Engel. Gute Engel und schlechte Engel. Die gute Sachen, was hast du gemacht, gute Sachen, das ist deine Schutzengel, die dir schützen am Leben. Und die Engel, Gott behüte, was ein Mensch hat gemacht, das ist Todesengel. Derselben böse Trieb, der ist auch der Satan, der ist auch der tote Engel. Das ist derselbe Engel. Und derselbe Engel, der dir schenkt Leben, für die zukünftige Welt und auch für diese Welt, das ist der Engel, die du die ganze Zeit gehst. Sagen unsere Weisen, jeden Freitag, wenn ein Mensch kommt nach Hause, zwei Engel begleiten ihn. Ein gutes und ein schlechtes. Und sie gucken, was passiert bei ihm zu Hause. Wenn zu Hause ist Shalom, Frieden, und es gibt zwei Kerzen und weiße Tischdecke wie ein Engel, was sagen sie? Le Shabbat Abba, Bracha, nächste Shabbos, Wiedersehen. Und wenn es ist zu Hause nicht so, die Engel können auch bringen das Gegenteil von dem Segen. Und wie beginnt man den Freitagabend? In jedem jüdischen Stub beginnt man die Melodie. Shalom Aleichem, Malache Yasharet. Was ist Malache Yasharet? Die Engel, die dienen Gott. Aber danach springen wir von Engel, die dienen, zu dem Engel von Frieden, Malache Yasharet. Wir beginnen mit Malache Yasharet, mit dem Dienerengel, und dann gehen wir zum Friedenengel. Passiert sehr oft, wenn man jemand liebt, sagt man, du, mein Engel. Warum sagt man mein Engel? Warum sagtest du nicht mein Kuchen? Wieso kommt man zu meinem Engel? Von wo kommt dieser Spruch auf jemand mit Liebe, dass man sagt dem Engel? Warum? Weil Engel ist eine Bote, dass ich bin richtig. Wir haben gesagt, wenn ein Mensch singt, heißt er ist glücklich. Wenn ein Mensch steht auf früh morgens und es kommt ein Gesang von seinem Mund, das ist ein Zeichen, dass er liebt. Und was ist ein Zeichen, dass er liebt? Liebt bedeutet, dass er begegnet Engel. Oder Engel in einer Form von einem Mensch. Oder ein Engel in einer Form von seiner Aufgabe. Wenn ein Mensch ist zufrieden und glücklich und überzeugt von das, was er tut, freut er sich, singt er sich, er fühlt sich ein Engel. Wer ist der Engel? Er selbst. Weil seine guten Taten, weil seine Aufgabe befriedigen ihn und er ist so glücklich und sicher und das, was er tut, ist richtig, ist er schon der Engel. Jakob arbeitet schwer 20 Jahre und er weiß im Eina Nili Mili, wenn ich nicht für mich, niemand für mich. Niemand wird dir etwas tun, wenn du etwas brauchst. Der Einzige, der für dich etwas tun kann, wenn du etwas brauchst, ist du selbst mit Hilfe Gottes. Warte nicht auf Engel, soll kommen von Himmel,
sollen dir begleiten. Du baust dem Engel. Die sind deine Engel. Die sind deine Schlichim. Die sind die Boten von deiner Aufgabe. Und dann Gott schickt dir diejenige, die hast du dir selbst gebaut. Und deshalb, wenn jemand stirbt, was sagt man? Psalmen 91. Und was sagt man dort? Kimalochov, Yitzaveloch, Lishmorcho bechol drachecho. Soll seine Engel, soll er befehlen, dir zu schützen auf alle deine Wege. Ich gebe euch auch einen guten Tipp. Wenn jemand von euren Liebenden fliegt irgendwann, schreib ihm diesen Spruch. Soll Engel Gottes sollen dir schützen und begleiten bei deiner Fahrt. Sollst kommen auch zurück und sicher nach Hause. Ein sehr schöner Pasuk. Sollen alle Engel Gottes sollen dir begleiten beim Weg hin und beim Weg zurück. Weil immer ein Mensch braucht der Engel von Gott, soll er ihn schützen. Deshalb sehen wir, dass der Engel von Esav und der Engel von Jakob haben gestritten. Was ist stärker, der Mensch oder der Engel? Das haben sie gedacht. Und was heißt das? In jeder Diskussion gibt es diejenigen, die haben keine Argumente und schlagen. Wann beginnt ein Mensch aggressiv zu sein? Wenn er hat keine Möglichkeiten mehr menschlich zu antworten. Jeden Aggression, jeden Schlag, jeden Überreaktion, die nicht normal ist, sie ist nicht mehr von Engel begleitet. Sie ist schon von dem Wutend von der Mensch gemacht. Und deshalb, Jakob sagt dem Engel, ich bin ein Mensch, ich habe dir was getan. Du bist geworden menschlich. Ich bin geblieben himmlisch. Der hat ihn zum Schluss geschlagen. Und derjenige, der kann nicht mit Wörtern mehr argumentieren und erhebt seine Hände, das ist schon ein Engel von Esau. Die Hände aufzuheben ist verboten. Die Hände sind da, um zu streicheln. Die Hände sind da, um zu schreiben. Die Hände sind da, um zu umarmen. Die Hände sind da, um zu schreiben, um zu essen. Die Hände sind da, um die göttlichen Sachen zu tun und nicht die irdischen Sachen zu tun. Und deshalb, der Sar von Esau ist derjenige, der hat seine Hände. Und das hat gesagt schon Yitzhak damals. Hakol, Kol Yaakov. Die Stimme ist die Stimme von Yaakov. Wenn jemand spricht mit dir, auch wenn er spricht hart, das ist noch menschlich. Wer ja dein, wenn jemand ist schon Gewalt gekommen mit den Händen, ja der Esav. Sollst wissen, so ein Mensch gehört schon zum Esav. So ein Mensch, es ist schon nicht menschlich, mit ihm zu diskutieren. Und deshalb, Jakob wurde verletzt und wir bis heute als Symbol dürfen wir nicht essen dem Oberschenkel. Warum? Um zu erinnern, Hände aufzuheben, ist nur die letzte Möglichkeit vom Streit. Welche drei Möglichkeiten gibt es? Geschenke, beten und kämpfen. Das, was hilft wirklich, um zu versöhnen zwischen Menschen, das ist Geschenke. Jetzt gehen wir an die Fragen. Ich stelle die Fragen und ihr könnt beantworten. Nummer 1, Madame. Was definiert Maimonides und Nachmanides über Engel? Was sind die Unterschiede zwischen den beiden? Bitte schön. Ich? Ja, wenn Sie möchten. Moment, eine Sekunde. Maimonides, Rambam sagt, dass Engel, das sind nur Entscheidungen, die im Kopf von Propheten vorhanden waren. Und Nachmanid meinte, es geben Engel sowohl physisch als auch geistlich. Genau, also sehr gut definiert. Gibt es eine Diskussion im Judentum allgemein sehr extrem. Manche glauben, dass Engel existieren nicht. Das ist die Idee von Ramban. Und manche glauben nach Ramban, dass Engel sind da, auch physisch und auch himmlisch. Und deshalb die, die glauben, dass es gibt beides, die diskutieren in jeder Geschichte in die Torah, ob es war eine physische Engel oder eine geistige Engel. Aber nach Rambam, in die ganze Bibel,
Immer wenn du hörst das Wort Malach, sagt er, das ist eine Prophezeiung in seinem Kopf. Ein normaler Mensch kann das nicht sehen. Nur Menschen, die mit Gott begegnen, sehen Engel. Ramban sagt, das Engel ist nicht jemand, sondern etwas. Was heißt etwas? Zum Engel gibt man immer den Namen El. Michael, Gabriel, Uriel. Es gibt so eine Kraft in dieser Welt, diese Kraft heißt Gravitatia. Okay? Soll ich euch zeigen, wie sieht aus ein Engel? Wollt ihr sehen? Ja. Ja, ich zeige euch einen Engel. Das ist ein Engel. Was ist das? Er ist gefallen, stimmt? Ja. Warum ist er gefallen? Welche Kraft ist das? Gravitatia, Newton. Das kann man nennen Newton-L. Was heißt das? Engel ist genau physische Kraft wie jede Sache, was gibt es in dieser Welt. Es gibt Sonne und Mond und Sterne. Und für verschiedene Erscheinungen in dieser Welt nennen wir diese Erscheinung wie Engel. Der Engel ist derjenige, der diese Erscheinung durchgeführt. Aber Engel ist nicht jemand. Engel ist etwas. Engel ist diese Erscheinung, wo wir suchen eine Definition, das zu definieren. Das ist nach Nachmanides. Weiter zwei. Welche Engel waren bestraft gegen Hochmut? Bitte schön. Sarah, wenn Sie möchten. Ich gebe ab. Gib ab. Wollen Sie? Gabriel und Michael. Ja, die beiden, die waren bei Lot und sie haben Sodom und Gomorra zerstört. Und warum wurden sie bestraft? Weil sie geredet haben. Und? Sehr gut. Also, wenn jemand will wissen, ob jemand ist ein Engel, er erzählt nicht weiter, was du erzählst. Wie, habt ihr schon diesen Gefühl? Habt ihr ein schweres Last in eure Herzen? Und ihr will das mit jemand teilen. Ihr kennt nicht mehr. Und dann geht ihr zu jemandem, wo ihr habt Vertrauen und ihr erzählt ihm. Und du bist sicher, dass der andere behält das. Was für ein Gefühl habt ihr für denjenigen? Bist ein Engel. Wirklich ein Engel. Warum? Weil ich dir das erzählen kann. Ich habe so gesucht, dass ich das mit jemandem teile. Und Gott sei Dank, ich habe dich gefunden. Ich kann mit dir diese wichtige Sache teilen. Das ist ein Gefühl von Engel. Wenn jemand aber erzählt weiter, Engel ist er nicht. Deshalb zwei Definitionen für Engel: nicht hochmutig und nicht erzählen weiter. Und da sollt ihr immer vorsichtig sein, wenn jemand euch etwas erzählt über andere, vorsichtig, Engel ist er nicht. Er erzählt auch andere über euch. Und warum glaubst du, dass bei anderen wird das anders sein? Wenn er sitzt mit dir und erzählt dir über jemand anders, er wird sitzen bei jemand anders und erzählen über dich. Also, er gibt dir eine Quittung. Ich bin kein Engel. Also, mit solchen Menschen soll man reduzieren dem Gespräch am wenigsten und wenigsten Info geben. Weil derjenige zerstört Sodom und Gomorra. Wann wurden die zwei Engel wieder in den Himmel gekommen? Nach wie vielen Jahren? 180 Jahre zusammen mit Jakob beim Auszug von Beersheba nach Haran. Und dann, jetzt ist das Ende von dem Streit zwischen die beiden. Nach außen sieht das aus, dass der Engel von Esau hat gesiegt. Aber ein Sieger ist nicht immer der Gewinner. Der Sieger ist auch manchmal derjenige, der hat nachgegeben. Habt ihr darüber gedacht? Das hat einer nachgegeben, ist er ein Sieger? Ja. Nachgeben und zu akzeptieren, das ist sehr gut. Warum? Weil wenn ein Mensch geht nicht so, wie er will, dann will er so, wie Gott macht. Weil man kann nicht alles so gehen, wie wir wollen. Es geht nach seinem Plan. Dritte Frage. Wieso hat der Engel von Esau Jakob auf seine Oberschenkel geschlagen? Bitte schön. Es gibt vier Gründe, glaube ich. Sehr gut. Sag die. Eine, dass er dann als Priester nicht mehr arbeiten darf. Sehr gut. Zweite, er hat seine Eltern nicht bedient. Sehr gut. Dritte, Warnung, dass er hat nicht... Ganz finanzielle. Gen,
dass er hat nicht sein Zehntel gegeben, 10% gegeben. Und die vierte, dass er hat mehr als, genau, um zu symbolisieren. Ja, zwei Schwestern geheiratet und jeden ist ein Bein, denn eine Bein ist weg. Denn es gibt Leben auf eine, um zu erinnern, man braucht nur auf eine. Du kannst nicht auf zwei Füße laufen. Also, und dann, nachdem hat er vier Unglücks bekommen, hat er kapiert, dass er muss seine Zentel geben. Weiter, nächste Frage. Was ist wichtiger bei Gott, Himmel oder Erde? Bitte schön, möchten Sie? Ja. Mina, Bakasha. Was ist wichtiger bei Gott, Himmel oder Erde? Erde. Erde, warum Erde? Weil wir Menschen hier sind. Und? Tora hier haben. Sehr gut. Und weil wir auch als Engel steigen. Warum können nicht die Engel die Tora bekommen? Sie können sie nicht ausführen. Warum können sie das nicht ausführen? Doch, denken können. Warum können sie? Sie haben dann zum Beispiel nur einen Ball. Gut, oh. Schon ältere können sie jetzt. Okay. Nein, sie haben keine Vater und Mutter zu ehren. Sie können nicht klauen, sie können nicht ehebrechen, sie können nicht. Also, sie haben keine Gesetze wirklich auszuführen. Und deshalb ein Engel kann nicht die Tora bringen. Und deshalb, als Moshe ist gegangen in den Himmel, hat er gesagt: Die Engel, was braucht ihr die Tora überhaupt? Sehr gut. Weiter. Was lernt man von einem Engel? Junger Mann, möchten Sie? Was lernt man von einem Engel? Denken. Denken. Sprechen. Sprechen. Und, aufrecht zu bleiben. Ja. Aber das ist alles, was wir sind, ähnlich zum Engel. Ich habe gesagt, was kann man von Engel lernen? Also was macht ein Engel gut? Singen. Singen. Singen ist sehr gut. Was noch? Ein Engel macht nicht zwei Sachen gleichzeitig. Er macht seine Sache richtig, eine nach dem anderen. Und er macht nur seine Schaliach. Einmal. Heute leben wir in einer Welt, wo ein Mensch gleichzeitig versucht, ein paar Sachen zu machen. Etwas fehlt. Es gibt Momente, wo ein Mensch muss bleiben, trainieren jeden Tag, Engel zu sein. Und nur Sachen machen, eine, nicht zwei und nicht drei. Sondern bleiben auf seine Aufgabe. Noch eine wichtige Sache, Engel sind tüchtig und schnell. Wenn man sie für etwas schickt, die sind schon draußen. Es gibt Menschen, bis sie kratzen, bis sie bewegen, bis etwas passiert, dauert lang. Ein Engel, gleich wenn er hat seine Aufgabe, sofort rennt er. Das lernt man hauptsächlich von Engel. Zrizut, das heißt Tüchtigkeit und eine Sache zu tun und voll dabei seine Botschaft zu machen. Sechste Frage. Was hat Moshe Rabbeinu geantwortet, als die Engel ihm die Tora nicht geben wollten? Was hat er gesagt? Wozu braucht ihr die Tora? Was sollt ihr mit der Tora machen? Habt ihr Vater, Mutter? Habt ihr Menschen zu streiten? Habt ihr Hass? Habt ihr menschlichen Konflikten? Wozu braucht ihr eine Tora? Nur für ihre spirituelle Sachen? Gott will, dass wir die himmlischen und mit dem irdischen verbinden. Er will nicht, dass wir eine von dem anderen trennen. Gott will nicht, dass wir nicht nur Ost werden, so wie Menschen, die nur machen Ichikedana. Und sie wollen von dieser Welt. Und Gott will auch nicht, dass wir werden solche Westliche. Er will, dass wir binden beides. Dass wir hier in diesem Erde ihn zum Stande bringen. Letzte Frage, bitte schön. Wie viele Verbote gibt es und womit sind sie parallel? 365. Sehr gut. Und mit was sind sie parallel? Zu unseren Sehnen. Zu unseren Sehnen und zu unseren Tagen. Sehr gut. Und es gibt eine Runde von der Sonne, die am stärksten ist und die hat 365 Tage. Wie heißt die Pupille von den Augen von dem Mensch? Wie?
Wie heißt das? Iris. Die schwarz, die in die Mitte, die ganz kleine. Iris. Das ist Iris? Okay. Iris ist das bunte. Nein, ich rede jetzt nur die Fokus, nur die Kamera. Pupille. Pupille, okay. In Hebräisch nennt man einen Mensch Ich. Ich. Und die kleine Kugel in die Auge, die Pupille, nennt man Ishon. Ishon heißt ein kleiner Ich. Der kleine Mensch ist in seine Pupille. Wenn Shemesh ist die große Sonne, wie nennt man eine kleine Sonne? Shimshon. Die größten Erscheinung von Engeln war bei Shimshon. Wenn jemand wird lesen die Geschichte von Shimshon, der Engel ist noch gekommen zu die Mutter, um sie zu sagen, Gesetze, was soll sie machen in ihrer Schwangerschaft. Bei allen Leuten, der Engel ist nur gekommen und gegeben Direction, sollst du ihn nennen Ishmael, sollst du machen das und das. Die einzige in die ganze Tora, wo ein Engel hat gesagt, die Mutter, wie soll sie sich benehmen in der Schwangerschaft, war bei Shimshon. Und deshalb, in dem Moment, wo ein Mensch hat eine Begegnung gehabt mit einem Engel, soll er Angst haben. Weil er hat gesehen, Gott Gesicht in Gesicht. Und soll er das nicht ignorieren und nicht verraten, soll er ihn beraten. Und nicht alleine die Sachen im Herzen. Weil es kann sein, einer von beides. Oder der Mensch spinnt und braucht Psychiatrie. Oder der Mensch hat etwas gesehen und er braucht einen Kommentar zu erklären, was hat er gesehen. Zu lachen von ihm brauchen wir nicht, weil der hat etwas gesehen. Was genau, wissen wir nicht. Deshalb, die Tora sagt uns, dass irgendein Wesen, irgendeine Kraft existiert das. Wie das zu definieren, es ist schwer, nur wir sehen von unserer Parasha 1. Rashi, der größten Logiker und Rationaler, sagt schon mal am Anfang, Malachim, Malachim Mamash, wirklich Engel. Wir jeden glauben 100%, dass es gibt wirklich Engel. Was heißt wirklich Engel? Das ist eine göttliche Erscheinung in dieser Welt. Und diese Erscheinung ist da 100%. Und wir glauben auch, dass die größten Engel, die man überhaupt ihren Namen nicht sagen, wie dem Engel Matat zum Beispiel, das sind Leute mit ihrem Wesen gegangen direkt in den Himmel. Wer waren die? Zwei Leute sind gekommen mit ihrem Körper in den Himmel. Wer? Hanoch und Eliyahu Navi. Und in jedem jüdischen Fest, wenn ein Kind ist beschnitten, wer kommt, welcher Engel? Eliyahu Navi? Pesach? Was passiert? Der Tür ist geöffnet, wer kommt rein? Eliyahu Navi? Das heißt, dieser Glaube von dem Engel ist nicht geblieben abstrakt. Sie ist auch umzusetzen in unseren Alltag. Ich danke euch für das Zuhören.